Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ihr Lieben. Was hier schon wieder abgeht. Ja, ich war wie angekündigt, Titan sammeln. Einfach mal für das, was wir noch so vorhatten. Da im Hintergrund seht ihr, unsere Zyklop. Und hier seht ihr den wunderschönen, haarigen, pelzigen Rücken eines Elfrücken. Zur Geschichte. Während ich wunderbar Titan sammeln war, kam ich irgendwann mal zurück und stellte fest, wow, der Riffrücken ist weg. Er ist nicht mehr da. Meine Basis ist frei und frei von sämtlichen Parasiten. Es dauerte nur bummelig eine Viertelstunde. Da kam dieser Kollege, vermutlich angelockt durch diesen wunderschönen Scheinwerfer, den wir dort angebracht haben. Durch diesen wunderschönen... Au! Was? Was macht denn der so weit hier oben? Ja, egal. Ja. Und dann hat sich dieser Kollege direkt an der Zyklop vorbeigeschoben. Schön da unten rein. Während ich, als er sich hier verfangen hatte, ja noch Hoffnung hatte, das wird sich irgendwann lösen. Und das hat es ja auch. Da unten würde ich jetzt einfach mal sagen, herzlichen Glückwunsch, lieber Tjonda. Das sieht so aus, als könntest du jetzt hier auf dem Riffrücken schön noch eine kleine Basis bauen, eine kleine Erweiterung einfach drauf basteln. Denn der wird sich von dort wahrscheinlich nicht mehr verziehen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Herzlich willkommen zurück bei Subnautica und ja, heute schauen wir mal, was wir mit dem ganzen Titan machen. Welcome aboard, Captain. Ja, danke schön. So. Ja, wir sind denn halt hier so. Und jetzt haben wir natürlich, hat er uns natürlich unseren schönen Ausblick versaut. Ich meine, es sind ja wenigstens Algen und irgendwas so, aber ganz ehrlich, den Rücken von irgendjemandem die ganze Zeit. Also wenn das eine wunderschöne junge Frau wäre, ja, okay. Aber hier so mit Pocken und Ranzen und roten Haarbüscheln drauf. Und hier sehen wir natürlich auch genau, von hier aus, wenn wir hier so sitzen. Mir natürlich fast so ziemlich genau direkt auf das blöde Ding da. Und das ist, meine ich, dieses komische Viech, das uns die ganze Zeit beschossen hat, oder? Oder nee, das sah noch ein bisschen anders aus. Naja, egal, trotzdem. Also so wirklich richtig geil. Naja, egal. Aber es ist ein einmaliger Ausblick, das muss man auch auf jeden Fall sagen. Nur schlecht schlafen kann man dabei. Aber da wir das Bett gar da oben hingebastelt haben. Ich meine, hier oben hört man ihn auch gar nicht. Ich lerne das irgendwann nochmal. Echt. Ich meine, hier oben hört man ihn gar nicht so richtig. Ich habe auf meinen Reisen übrigens noch diese beiden Kollegen gefunden hier. Ich habe mir gedacht, ich setze immer jetzt nur Pärchen rein. Der eine Blasenfisch, den nehme ich dann irgendwann nochmal raus. Ich habe dieses wunderbare Pärchen von Schwebefischen, heißen die, glaube ich. Schwebefisch, genau, die habe ich gefunden. Da kommt, den verwursten wir gleich mal zum Wasser. Komm her, Fischi. Schönes für dich. Guck mal hier den Apparat rein. Lecker. Ach, wie erfrischend. Ja. Das Leben ist nicht fair. Das haben wir auch schon. Nee, Quatsch. Da und... Tschüss, Peter. So, hier habe ich noch gepflanzt, weil ich dachte so, Mensch, jetzt habe ich hier die Töpfe stehen, vielleicht soll ich da noch mal was reinschmeißen. Wie es scheint, das sonore Brummen unseres Kompagnons scheint tatsächlich oben nicht zu hören zu sein, sondern nur hier unten. Das macht ja auch Sinn, weil Wasser Schall einfach sehr viel besser überträgt. Schwimmt jemand Fremdes in meinem Swimmingpool? Okay. So, wir hatten aber... Ja, sehr gut. Entdeckt, dass wir ein paar neue Sachen bauen können und das wollte ich gleich einfach mal direkt ausprobieren und zwar konnten wir, genau hier, die komische Neptun-Startplattform, ich habe keine Ahnung, wer oder was Neptun ist, wir können sie jetzt auf jeden Fall bauen, ich habe genug
Titan gesammelt für diese beiden Barren. Und theoretisch könnte ich auch den Krebs bauen, wenn ich denn wüsste, wer oder was Aerogel ist. Das kann ich nämlich tatsächlich gar nicht herstellen. Ich weiß einfach nicht, was das ist. Ja, müssen wir mal schauen. Wir gehen jetzt erstmal nach oben. Irgendwo da, genau. Hier ist noch ein wunderschönes neues U-Boot. Ich habe vergessen, es umzulackieren. Wollte ich dann auch nochmal machen. Machen wir dann hier vielleicht im Anschluss, wenn ich dran denke. So, hier erklimmen wir dieses wunderschöne Gerät. Und wir können hier jetzt diese Plattform bauen. Okay. Darf nicht zu sehr nach dem Original klingen, sonst kriege ich wieder Haue von irgendwelchen Copyright-Inhabern. Okay. Für so ein kleines Gnummeldings hier, dass sie auf so viel so Rettungsring durch die Gegend schwimmt, ist das schon eine beachtliche Leistung, würde ich sagen. Es ist wenigstens nicht komplett auf mein U-Boot drauf geklatscht, das ist auch schön. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was das so Schönes ist hier. Ich war noch gar nicht unten, aber bin schon mal. Okay. Hier. Auf und davon! Direkt in die Sonne. Okay, alles klar. Ansonsten war jetzt da drin. Hier können wir also. Es wäre ja schlau gewesen, den dann so auszurichten, dass die Leiter. Naja, egal. Ich will mich nicht beschweren. Doch, ich will mich beschweren. Hier kommen auch so eine Blobsis raus. Kann ich jetzt hier alles bauen, was ich so brauche? Konstruiere. Was? Neptun-Versorgungsturm. Was nicht die Bedingung? Einen Plastahlbaren, einen Kupferdraht und auch das kriegen wir ganz bestimmt hin. Ich habe ja genug Titan gesammelt für zwei Plastahlbaren, die wir eigentlich für den Krebs brauchen. Aber Es passiert ja von Zeit zu Zeit, dass wir irgendwas. Guck mal, jetzt kann ich Klarstahlbahn. Ne, schade. Dass man irgendwas. Irgendwelche Rohstoffe lernt, wenn man. Oder irgendwelche neuen Baupläne lernt, wenn man irgendwas gebaut hat, aber das scheint hier nicht. Also einen Klarstahlbaren Quadrat und Schmierstoff brauche ich, um den Versorgungsturm zu bauen. Ich, keine Ahnung, vielleicht ist das der Weg hier raus. Bauen wir das jetzt eben schnell und dann hauen wir ab. Und dann war's das. Ciao. So, hier gut. Hat schon wohl eigentlich so eine schöne Erweiterung eigentlich, ne? Wir haben das halt mal ans Riff angebaut. Ob er das so geil findet, weiß ich nicht. Von dem die Tüchte natürlich irgendwie. Naja, obwohl auf dem Rücken, was soll's. Ist ihm schön warm hier unten. So, genau. Das wollte ich nochmal gucken. Energieversorgung steht. Dann habe ich das natürlich unter den weiterverarbeiteten Ressourcen abgelegt. Zack. Nehmen wir uns. Das brauchen wir auch direkt. Müssen wir dran denken. Wir brauchen wieder neuen Schmierstoff. Nahstahlbahn. Und was war das noch? Erstmal hier Advanced Resources. Weil für Nahstahlbahn brauchen wir, glaube ich, das da. Mindestens ein. Ich nehme mal lieber zwei mit. Dass ich gleich hier stehe und dann wieder. Oh, einen Nahstahlbahn. Nee, zweimal. Ja, sehr geil. Ja, und mein Gedächtnis. Plastahlbaren. Jo. So, auf. Brauche ich einen Plastahlbaren? Ja, danke, danke, danke. Ich brauche doch dieses hier. Kupferdraht, genau. Also auch etwas, das weiterverarbeitet worden ist. Kupferdraht braucht man, glaube ich, zwei Kupfer. Ne, kannst du gleich wieder aufmachen, die Putze. Danke.
Egal. Er scheint mir ein bisschen wenig. Ein so ein Barren, ein bisschen Schmieröl und ein Kupferdraht für einen Turm, aber okay. Jetzt auch können wir mal nicht stellen. Wir können auch mal den anderen Weg nehmen, das geht ja auch. Wir haben hier. Ob das jetzt viel schneller ist, weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall mal ein anderer Weg. Ich möchte euch ja hier Wechselung bieten können. Das war schon mal ein schönes Ding. Kann man hier oben eigentlich auch nutzen. Und bauen wir so ein paar von den Dingern nebeneinander hin und bauen dann hier die Basis drauf. Geht das? Schauen wir mal. Okay. Schad. Da drin auch nicht. So eine fette Show. Eine fette schwippende Festung bauen können, obwohl das können wir da sicherlich auch dran bauen. So ein Riesenteil, aber. Ah, ist nicht das gleiche wie so eine geile Fette. Wow, was? Ach so. Ach, geht sofort los, okay? Das können wir uns mal anschauen. Boah, hm? Oh, ist das groß. Ja, okay, also das ist jetzt wirklich für. Das ist jetzt tatsächlich für das bisschen Material, das wir gerade in der Hosentasche mit uns rumgeschleppt haben, ist das ein ziemlich großer Turm, würde ich mal sagen. Genauso wie die Platte hier. Also wir hätten rein theoretisch das Material für die beiden in der Hose mit uns rumschleppen können. Okay, jetzt haben wir einen geilen Turm. Aufzug aktivieren. Boah. Oh, was für ein Ausblick. Guck mal, da schwabbelt schon wieder so ein Ding rum. Ich weiß nicht, ob meine Basis irgendwie an einem Punkt liegt, wo die sagen so, ich weiß überhaupt nicht mehr, was hier los ist. Das ist alles. Das sah ja geil aus, oder? Und mal dahin. Da werden einem die Entfernung auch mal so ein bisschen. Weit ist das gar nicht weg, ne? Es kommt einem immer Ewigkeiten vor, bis man darüber geschwommen ist. Aber halt Entfernung waren es, glaube ich, keine Ahnung, 1000. Nicht mal 1,5 Kilometer bis da hinten hin. Und das ist auch nicht viel weiter weg da hinten. Guck mal, bis zu dieser komischen Übertragung. Rettungskampf. Da sind 1400 Meter. Ja, lass das ein bisschen mehr sein. Aber hier, das ist ja nicht. Richtig gar nicht. Und jetzt stehen wir hier oben drauf und können wir noch irgendwas machen. Aufzug rufen. Hallo, Aufzug. Nee, das ist nichts. Wenn man hier runterspringt, ist das wahrscheinlich nicht so cool. Das machen wir nicht. Okay, also wir haben jetzt hier so ein Rümmchen. Mal gucken, ob wir was Neues bauen können. Aufzug aktivieren. Boah. Ja, das ist dann ganz schön schnell der Aufzug. Fällt mir. Warten wir aber nicht drauf. Dann dünkt mir, jetzt müssten wir jetzt eigentlich was Neues bauen können. Also das ist eine Raketenrampe. Das ist mal schon ganz klar. Also was auch immer die Neptun sein mag, wobei ich bei Neptun ja jetzt auch wieder auf dem U-Boot getippt hätte. Die Aurora, die goldene. Konstruieren. Neptun Haupttriebwerk, siehst du? Muss ich noch Haarstahl kriege ich, Aerogel. Keine Ahnung. Nickelerz, weiß ich nicht, noch nie gefunden. Und ein Kabelsatz. Okay, Haarstahl, Kabelsatz, kein Ding. Nickelerz, Aerogel. Keine Ahnung. Geht nicht. Weiß ich nicht. Mal gucken, ob ich jetzt vielleicht das Aerogel herstellen kann. Sondern stattdessen kann ich die Triebwerkssektion herstellen. Ja, geil. Aber ich kann keine Ahnung, woher ich das Aerogel nehmen soll. Ich weiß es schlicht und ergreifend einfach nicht. So. Ja. So unspektakulär das sein mag, aber. Damit ist dann jetzt halt auch einfach schon mal Feierabend. Weil es. So. Was haben wir noch Schönes auf dem Zettel? Das kann man. Das haben wir. Ich hab jetzt halt leider echt überhaupt keine Ahnung. Wo wir so ein Aerogel, ich schätze mal, da werden wir vielleicht irgendwo noch irgendwelche Pläne oder irgendwas finden müssen. Dafür müssen wir dann tatsächlich erstmal wieder auf irgendeine Erkundungstour gehen. Ich sehe schon, wir sind nicht so genau.
Da wachsen noch keine Früchte dran. Nehmen wir hier mal ein bisschen was. So, dann sind wir voll aufgeladen. Wir haben noch ein bisschen Wasser dabei. Wir sind voll. Voll ausgestattet. Ah ja, genau. Was ich noch gefunden habe auf meinen Reisen durch die wilde Welt hier. Ist. Warte, wo ist er? Die Aalhöhle, genau. Eumel. Da drüben. Da kann man noch hin. Habe ich gefunden. Ich glaube, da war ich schon 2 oder 3 Mal. Mir ist aber nie aufgefallen, dass da so ein Eumel ist. Ist etwas, was wir machen können an diesem Wrack, das mir vorher einfach nicht aufgefallen ist. Und weil ich da zufällig gerade in der Nähe war und angesammelt habe, dachte ich, hänge ich mir mal einen Marker dran, weil. Jetzt immer Marker dabei. Sage ich so, wollen wir wetten. Und das nächste Mal, wenn ich einen brauche, habe ich keinen mehr dabei. Dann das übernächste Mal. Jetzt habe ich momentan einen dabei. So, das. Ja. Alles gut. Hier ist ein Teufel bei euch. So, hier habe ich gefunden. Habe ich so mal da gelassen. Kann ich hier einmal aussteigen. Natürlich nach unten ausgestiegen, klar, weil nach oben nicht auch viel mehr Sinn gemacht hätte. So, hier hängen beschädigte Kabel und dafür hätte ich natürlich auch schon mal direkt ausrüsten können. Reparatur, ach nee, habe ich auch schon. Sehr gut. Das Reparaturwerkzeug. Reparieren. Und dann seht ihr, wie das Kabel, ich wünsche, das würde zu Hause auch so gehen. Du müsstest da nicht immer mit einem Lötkolben rumhantieren und so. Aber wir konnten diese Klappe öffnen. Also gleich mal, wir atmen einmal ganz kurz tief in uns hinein. Und gehen dann jetzt nochmal hier hin und diese Lücke öffnen. So, schauen wir einmal. Und hier sind wir einmal rein. Da ist nichts drin. An den anderen scheint auch nirgendwo was drin zu sein. Da auch nicht. Gibt es irgendwas zum Scannen vielleicht? Irgendwas? Null? Oh, und selbst könnten wir mal wieder scannen. Das machen wir voll nicely. Okay, also irgendwie sehe ich jetzt hier gerade nichts. Da geht's noch irgendwie. Okay, jetzt habe ich mich hier ein bisschen lange umgeschaut. Da würde ich sagen, kommen wir erstmal einmal wieder los. Und dann trauen wir uns da rein. Da. Gut, dass der Ventilator nicht an ist. Wir hatten Johnny gegeben. Hier haben wir auf jeden Fall wieder irgendwas. Moment, mobile Fahrzeugstation, die kennen wir schon. Aber der Vollständigkeit halber, hier will ich ja nochmal weg. Immerhin 2 Titan. Hier ist sonst nichts. Wir müssen auf den Sauerstoff aufpassen, dass ich auch genug Zeit habe, wieder zurückzukommen. Das hier, die können wir nicht öffnen. Doch sonst können wir hier gar nicht so viel machen. Also die können wir nicht öffnen. Denn, würde ich sagen, wir müssen da unten wieder raus. Das, dieses Teil der mobilen Fahrzeugstation scheint das einzige zu sein. Noch ein Fragment? Okay. Ach, das ganze Ding. Okay, alles klar. Also das ganze Ding gehörte zur mobilen Fahrzeugstation dazu. Okay, und ja, dann scheint hier ja nicht mehr so richtig viel zu sein. Mach jetzt langsam mal zusehen, dass wir hier rauskommen. Zack, drin. Okay. Wollte ich einmal mit euch zusammen gemacht haben. Nicht, dass ich hier alleine irgendwelche wichtigen Dinge, und dann brauche ich die Signalboje meines Erachtens auch gar nicht mehr. Weil dann haben wir ja alles aus dem Rack hier. Ich will hier jetzt natürlich gerne noch mal ein Graffiti drauf machen, so ein großes Kreuz, und nach dem Motto fertig, ruhig, läuft. So, hier ist aber nichts mehr. Im Scan, im Selbstscan können wir gleich noch mal machen. Ansonsten habe ich hier, glaube ich, schon alles entdeckt, was es gibt. Nicht da drin. Okay, das ist nur ein Sand, der aus der Ecke rausguckt. Das ist auch
Bürostuhl. Aber ein Bürostuhl. Das ist so toll. Tauche so gerne in unfassbare Tiefen hinab, um die Baupläne für Bürostühle zu finden. Habe ich gefunden, wollte ich euch zeigen. Erledigt. Check. So, jetzt wäre natürlich die andere Frage, ob wir uns da hinten an diese Rettungskapsel über Reste eines hochrangigen Passagiers mal ranwagen. Und dann mal mit der John Deep mal hinfahren. Einfach aus, obwohl, wenn ich hier gerade bin, dann kann ich auch eigentlich ein bisschen, warte. Jo, dann kann ich auch ein bisschen Gitarre mitnehmen. Wenn wir schon mal da sind. Hier übrigens eine garstige Auseinandersetzung mit einem von diesen komischen Fischen gehabt. Der fand das wohl nicht so geil, dass ich hier den Schrott aufsammle. Die immer damit spielen, diese komischen Drachenfische oder wie die heißen. Da muss ein wenig gestritten um die Teile. Er hatte da 3 Stück gesammelt und ich brauchte 3. Und ja, er hat verloren. Also nicht direkt verloren, ich habe die Auseinandersetzung verlassen. Die Klüre gibt nach bisher. Wie das halt so ist, ne? Ich habe ihm ein paar Glasperlen gegeben dafür. Nicht mal das haben. Entschuldigung. Da lag da was drin gerade. Da nicht was drin. Alles klar. Seegleiter. Ja, brauche ich unbedingt. Egal, ist Titan, ist Titan, ist Titan. 1, 2, 3 von den großen Titanfragmenten müsste ich eigentlich noch aufgeben können. Das mache ich jetzt auch. Ich versuche das, Entschuldigung. Warte mal. Einmal, da ist die Basis. Ich müsste eigentlich genau in die Richtung. Mal gucken, dass wir hier noch 3 von den Teilchen finden. Hier nicht so. Da ist auf jeden Fall noch ein Teil. Gut, dass mein Boot ohne mich weiterfährt. Aber warte, nee, finde ich doch nicht so gut. Oh, da sind ja 2, 3. Ja, kann ich leider gar nicht alle mitnehmen. So. Dann. Ja, auch das nicht verpasst, seid ihr mit mir ein bisschen Titan finden gegangen. Oh, das ist schön. Ah, wie, noch einer? Ohne wird das so gewesen sein. Da habe ich jetzt noch gerade was gesehen. Was ist das? Auch wieder nur Schrott oder was? Oh, nee, das ist Salz. Okay. Guck mal da. Und die fette Rakete wird da angezeigt. Da ist gar keine. Das ist alles gelogen. Wir sind voll bis oben hin. Mit Titan. Wir haben allerdings auch schon einen Schrank, der eigentlich voll ist mit Titan. Habe ich euch gar nicht gezeigt gerade. Mach ich gleich. Machen wir erstmal zurück. Unsere tolle Basis, die immer daran zu erkennen ist, man hört sie, man hört unsere Basis ja streng genommen schon auf weite Entfernung. Guckt euch das mal an, wie das hier ist. Unsere tolle Basis, unsere Plattform, wo wir im Sommer Partys drauf anschneiden können. Unser Boot, mit dem unsere Freunde durch die Gegend. Partys und Freunde. Obwohl, das hat schon. Oh, jetzt, oh ja, das habe ich letztes Mal auch schon mal versucht, mit der Motte zusammen in die Luke einzusteigen. Versucht das nicht zu Hause, ihr Lieben. Das tut weh. Ach, warum ist die Motte auch schon wieder auf 90%? Oh, komm, hier sind schon. Während wir so lange weg waren, sind hier schon die ersten Früchte dran gewachsen. So. 1, 2, 3. Ja. Machen wir davon nochmal 1, 2 Stück. Kann ruhig 2 machen. Haben wir ja genug. Ich denke, das ist dann, ne, immerhin eine Reduktion um 9 Plätze.
Und wir werden ganz bestimmt noch solche Barren benutzen. So, also wir haben jetzt 3 Titanbarren auf Halde und wir haben hier noch jede Menge anderen. Also, was ist das? Konnte er nicht mehr verarbeiten oder? Hä? Den habe ich jetzt nicht verstanden, glaube ich. Ja. Titan. Seht ihr? Habe ich entschlossen, tue ich keinen Titan rein. Dann müsste hier ja eigentlich noch Platz sein. Genau, dann schmeißen wir den ganzen anderen Titan-Gelümse hier so rein. Und dann haben wir das so. So, was ich jetzt tun wollen würde, ist tatsächlich, wir rüsten uns für die Expedition da hinten hin. Und wir versuchen einfach mal, nach meinem Verständnis müssten wir dieses Gerät hier drin parken können. Was ich da oben, oder? Der Ausstieg ist noch, ne? Das da, die Klappe für. Warte, das müsste eigentlich gehen. Dann können wir hier rein, aber ich, wenn ich nicht weiß, ob wir das im Schiff noch machen können, würde ich die Motte gerne einmal vorher reparieren. Danke. Einsteigen. Oh, guck. Oh, guck. Welcome aboard, Captain. Oh, gut. Systems online. Batterie laden, 50% Integrität. Die Batterie laden. Was bummert hier denn jetzt schon wieder so? Das ist ja schon wieder ein bisschen anstrengend, ne? Was ist das? Immer wenn ich in diesem Schiff bin, bummert das so. Das ist natürlich ein suboptimal. Geht ja die Motte aus dem System dieses Schiffes. Ich glaube, ich muss mir mal so ein paar. Also der lädt jetzt quasi die Motte aus dem System dieses Schiffes wieder auf. Das heißt aber, dass ich solche Energie, mehr solcher Energiezellen brauche, weil er mir sonst ja das Schiff hier leer lutscht. Wäre ja auch nicht so richtig cool. Obwohl, das brauche ich ja nicht. Wir wollen erstmal vorbereiten. Ich will hier nochmal kurz was anpflanzen. Und ich will. Jetzt kann ich das so lange, kann ich das Licht eben anlassen. Ich warte ja immer darauf, dass hier so ein Riesentyp an der Bordwand draußen rumschwimmt und dagegen klopft. Ist aber nicht. Ist absolut niemand. Der klopft da auch nicht. Ich weiß nicht, woher das kommt. Keine Ahnung. Hast du das? Moine. The Rhine. Da, genau. Hallo. Ja, danke. Das heißt, ich brauche ein paar von den Fruchtis. Da. Ich würde sagen, wir machen einen. Hier bräuchten wir dafür, glaube ich, einen voll damit. Ne, da brauchen wir 2. 1, 2, da die anderen schnabuliere ich, glaube ich. 3. Das wollte ich. Genau, Energiezellen. Energiezellen brauche ich. Das müsste ich lügen. Batterie und Gummi. Richtig? Energiezelle, Batterie und Gummi. Gummi habe ich. Und Batterien muss ich einmal gucken, ob ich hier noch. Ja. Okay. 1. Oh. 2, 3, 4. Also das müssen 4 Energiezellen, 4 Batterien sein. 4 Batterien. Und 2 Energiezellen. Okay. Kalkulatorische Genie. Das hat uns. Da. Da. Nein! Ja. 3. Mir fehlt ein Kupfererz. Warum fehlt mir ein Kupfererz? Was ist hier los? Hä? So?
schon so zwei für oder so? Zwei, drei? Hä? Ja. Verklickt oder was? Das war alles bis aufs diffizil, bis ins Feinste geplant. Und hat nicht. Zwei Stück. Noch einer so. Haben wir zwei Stück, damit wir im Zweifelsfall unseren Neptun aufladen können. Jetzt ja drin sein hier. Okay, zwei Stück haben wir. Da haben wir auch zwei Stück von. Und jetzt bräuchten wir theoretisch noch was zu essen. Brauche ich mir. Ich glaube, ich möchte mir auch noch einen Fabrikator auf die Neptun drauf basteln. Für den Fabrikator bräuchte ich dann. Das Ding heißt auch Fabrikator, oder? Ein Titan, ein Gold und eine Ruhe. Titan. Die. Ein Gold. Auch easy. Und eine Tischkorallenprobe hatten wir, glaube ich, auch noch eine, oder? Jo. So, das können wir auch. Dann brauchen wir noch was zu essen und zu trinken. Und direkt, wenn wir den Fabrikator gebaut haben, können wir es direkt einfrieren. Sehr gut. Unsere neue Einbauküche auf unserem Schiff. So, was wir natürlich bedenken müssen, ist, dass es alles Strom kostet, ne? Also das lutscht alles an den Ressourcen unseres U-Bootes. Fällt mir jetzt gerade mal so ein. Ich habe mir das gerade total vorgestellt. Ich wohne jetzt in dem Schiff, aber du brauchst ja letzten Endes den Strom auch. Was da war. Nee. Hab dich gesehen. Komm her. Komm her. Ja. Für Gott und Vaterland opfert er sein Leben. Sehr schön. Und oder Vaterland. Oder und. So. Und da haben wir den noch. Ah, komm. Auch gerade rum. Ja, gut. Jetzt erscheint mir die Idee gar nicht so gut, gleich direkt die Küche einzuweihen, weil das ja. Oh. Weil das ja quasi dann auch bedeutet, dass wir auch den Strom da. Und so eine Ladestation wäre schon echt geil. Zack. Wir basteln das lieber hier, weil dann beanspruchen wir die Systeme der Nautilus, wollte ich gerade sagen. Was ist das Ding? Zyklop. Warum haben sie die nicht Neptun genannt? Und das Raumschiff Zyklop. Ich dachte, hätte irgendwie viel besser gepasst. Glaube ich. So. Noch was zu essen. Brutzeln wir uns auch eben noch schnell hin und dann würde ich sagen, gehen wir wieder auf unser Schiff und statten das Schiff noch eben für die nächste Mission aus. Und dann düdeln wir einmal los und gucken, was mit dem uragigen Passagier los ist. Bisher haben wir niemanden lebend gefunden. Die Prognosen stehen also nicht gut für den guten Mann. Ja, ich würde sagen, das machen wir aber in der nächsten Folge. Dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.